Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Markenvideo. Im heutigen Tutorial zeige ich euch, wie ihr eure Roblox-Schriftart in eine Minecraft-Schriftart ändert. Schaut euch das Video also unbedingt bis zum Ende an und befolgt diese einfachen Schritte. Zuerst müssen wir nur nach der Schriftart suchen, damit wir sie herunterladen und in die Roblox-Schriftart ändern können. Ihr müsst nur die Roblox-Minecraft-Schriftart auswählen und diesen Suchbegriff eingeben. Dann müsst ihr nur nach der Website suchen. Hier finden wir also Arcane Odysseys und das hier ist so etwas wie der Titel dieses Links. So ändert ihr eure Roblox-Schriftart in Minecraft-Schriftarten. Und hier möchten wir nur unsere Datei herunterladen. Wenn ihr also nur die Schriftarten wollt, lege ich die Midian-Datei hier ab. Ihr müsst nur auf diesen orangefarbenen Link klicken. Und er bringt euch zum Midian-Feuer. Sie klicken auf Herunterladen. Und keine Sorge, diese Datei enthält keine Viren. Und wir können es einfach mit einem Antivirenprogramm ausprobieren. Und selbst wenn wir es analysieren, gibt es 0 Minuten. Und da wir jetzt dieses Medium haben, diese ZDP-Datei, müssen Sie es nur packen, indem Sie den Ordner hierher ziehen und auf den Desktop nehmen und schon haben Sie es hierfür. Jetzt müssen wir diese Datei nur noch nehmen oder kopieren und in unsere Roblox-Schriftkonfiguration oder Schriftdateien einfügen. Dazu müssen Sie nur auf die Fensterschaltfläche und +R klicken und schon wird es ausgeführt. Oder Sie können einfach hier hingehen und Ausführen eingeben und schon haben Sie das hier. Jetzt müssen Sie nur noch Daten eingeben und auf OK klicken. Und dann gehen Sie zurück und wir müssen nur nach Lokal suchen. Klicken Sie auf Lokal und suchen Sie nach Roblox. Und hier finden wir unsere Roblox-Dateien. Im Grunde müssen wir nur zu den Versionen gehen. Und jetzt müssen wir diese Methode nur auf alle Versionen anwenden. Nehmen wir also zum Beispiel diese Version und hier finden wir den Inhalt und den Plattforminhalt. Und jetzt müssen Sie nur noch alle unsere Minecraft-Schriftarten auswählen. Details oder Inhalte und ziehen Sie sie hier, verschieben Sie sie hier und klicken Sie im Grunde auf Dateien im Ziel ersetzen und machen Sie das einfach für alle aktuellen Elemente weiter. Und hier versuchen Sie es noch einmal. Lassen Sie uns einfach hier sein. Und versuchen Sie es noch einmal. Und wie Sie sehen, haben wir das. Stellen Sie also sicher, dass Ihr Spiel heruntergefahren ist. Und im Grunde müssen wir jetzt nur dasselbe für alle Versionen tun. Wir müssen also einfach wieder zurückgehen und verschieben und natürlich können Sie es einfach für alle ersetzen. Die Versionen und Sie können es auch hier tun. Es scheint also, dass dies die einzige Version ist, die bei mir funktioniert. Im Grunde müssen wir jetzt nur noch unser Roblox-Spiel starten. Suchen wir einfach nach unserer Roblox-Anwendung und starten Sie. Roblox und dies ist mein Roblox-Player. Und wenn wir jetzt gehen, werden wir sehen, dass die Schriftart erfolgreich geändert wurde. Wie Sie also sehen können, wurden sogar meine Schriftarten hier, meine Roblox-Schriftarten aus dem Home-Menü, geändert. Und wie Sie bei der Suche und überall sehen können, habe ich jetzt zum Beispiel die Minecraft-Schriftarten. So können Sie es im Grunde also machen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.